Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Stichprobe. Eigentlich wollte ich nur ein Video machen, weil ich es selber nicht fassen kann. Band 2 von Neck mich nicht Nagatoro-san ist angekommen. Dass ich diesen Tag noch erleben darf. Ein Jahr lang mussten wir auf Band 2 warten und jetzt ist es wirklich da. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ist die Qualität, die Druckqualität denn so gut geblieben wie vor dem Chaos rund um Danny Books? Wie auch beim ersten Mal mit nettem kleinen Sticker drauf. Ja. Und vor allem Luftpolsterfolie. Sehr lobenswert und wow. Ich halte wirklich Band 2 in der Hand. Ich fasse es immer noch nicht so ganz, dass das Ding jetzt wirklich endlich da ist. Heiliger Bimbam, jetzt muss man halt nur hoffen, dass Danny Books jetzt nicht komplett verkackt und es wieder Ewigkeiten nicht weitergeht. Ich meine, für mich lohnt sich dieser Band allein für das Booklet hier. Denn selbst wenn ich irgendwann auf die englische Ausgabe switchen muss, diese Booklets sind meines Wissens nach in keine andere Sprache übersetzt worden. Dafür auf jeden Fall auch großen Lob an Danny Books. Und ja, wie immer eingeschweißt. Das schöne Ding doch mal aufreißen. Ich glaube, die Auflagengröße von der Special Edition betrug 1000 Stück, wenn ich mich nicht... hier hinten steht es drin. Wie gesagt, einer der Sachen, die ich immer sehr lobenswert fand an Danny Books. Die erste Auflage beträgt in der normalen Edition 7500 Exemplare. Die Special Edition 1500, was halt ein Zeichen dafür ist, wie gut sich Nagatoro eigentlich verkauft hat. Also ja, da von diesem Ding gibt's, von diesem Mini-Artbook gibt es dementsprechend 1500 Stück. Könnte also wirklich irgendwann ein kleines Sammlerstück werden, weil es das nur im direkten Abo, glaube ich, gab. Und hat halt zwei Kurzgeschichten und ein paar Artworks, unter anderem auch von anderen Mangaka, die, wie ich finde, sehr, sehr cool aussehen. Oh, darüber freue ich mich gerade richtig, dass das wirklich angekommen ist. Aus irgendeinem Grund ist da... Okay, das ist weird. Das Impressum und Gedöns ist die erste Seite. Warum? Ah, okay. Ich glaube, weil die erste Seite, die dann kommt, eine richtige Doppelseite sein soll. Keine Ahnung. Interessanter Grund. Egal. Dass ich das Buch hier wirklich in Händen halte. Und auch das hier, wie immer. Ach, das Material fühlt sich gut an. Das Papier ist schön weiß. Ah, es riecht auch wunderbar. Also wirklich die Qualität. So sehr man Danny Manga auch zu Recht für vieles kritisieren konnte. Das Ding ist super. Jetzt muss man halt nur wirklich, 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 wirklich beten, dass Danny Books es endlich auf die Reihe kriegt. Denn ja, die Ausgabe, die ist super. Und zu ermaßen, es ist ja nicht unbedingt ein Einzelfall, dass im deutschen Raum gegebenenfalls man auf neue Bände über ein Jahr warten muss. Da gibt es bei Tokyopop vieles, da gibt es bei fast jedem Verlag vieles. Das Problem, was Danny Books halt hatte, sie haben viel lizenziert und es kam nichts. Es kam Band 1, der kam auch sehr, sehr gut an und dann kam aber auch nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Und dann war irgendwann auch Funkstille. Ich glaube, das hat so einen kleinen Genickbruch dargestellt. Ich meine, viele geben ihnen jetzt nochmal eine Chance. Mehr eingeschlossen. Aber, wie ich es auch im letzten Video gesagt hatte, rund um das Thema, das wird wahrscheinlich für viele die letzte Chance sein, die sie Danny Books geben werden. Und wenn ich so mitkriege, wie sie halt auf Twitter wieder Öl ins Feuer gießen, also Jano Rohleder, das ist
nicht gut. Okay, was mir gerade auffällt, das Papier ist ein bisschen durchsichtiger geworden, glaube ich. Also zumindest habe ich es so nicht in Erinnerung gehabt. Also muss ich mal ablöschen. Ist auf jeden Fall schön weiß. Ja, by the way, Fun Fact, ich bin von Danny Books irgendwie einige Tage nach dem Video auf Twitter blockiert worden. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, ich habe euch im Video eigentlich sogar einen Schutz genommen und meinte es gut, aber okay. Ja. Das. Bitte, Danny Books, bitte verkackt's nicht. Ich will euch wirklich gerne haben. Die Qualität ist gut. Die Lizenzen teilweise richtig geil. Bitte verkackt's nicht. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habt ihr Band 2 schon erhalten? Wenn ja, gerne unten rein. Und ja, was ich für Zauber sah. Danke fürs Zusehen und ciao.